So, E-Singa 2 automatisch. Überwachung, wir wissen ja, alles böse und das will man eigentlich nicht. Und die spionieren uns alle nur so aus. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag bei der FrostCon 2016, der Konferenz, wo es immer noch nicht IPv6 gibt. Inhalte, worüber ich was erzählen möchte. Warum automatisiert man überhaupt beim Monitoring? Oder warum automatisiert man überhaupt? Eine kurze Übersicht zu Isinga 2. Kurz was zu Isinga 2 und Ansible. Das ist aktuell mein präferiertes Tool für Config Management. Und danach noch ein bisschen was zur Isinga 2 API. Ich würde gerne mehr ich bin Freelancer. Ich habe dann noch nicht erst vor 5 Wochen damit angefangen. Ich habe mit 35 Disketten angefangen. Die Älteren werden sich noch erinnern. Die Jüngeren, das waren so kleine schwarze Kunststoffdinger. Ja, das Safe-Icon von Word. Ja, das mit Linux war dann ein bisschen später, als die so klein waren. Wer macht länger Linux als ich? Okay. Also mit 25 Disketten oder so angefangen. Ich mache IPv6, habe seit 2800 Tagen oder so IPv6 auf meinem eigenen Server. Ansonsten mache ich Isinga 2, Netzwerkkram, DNS, DNSSEC. Erreichen könnt ihr mich per Jabber oder E-Mail. Ich bin käuflich, ja, manchmal. Das Ganze wird ein kurzer Vortrag, mehr oder weniger. Ich hatte da ein paar Demos geplant. Es gibt leider trotz Zusage kein IPv6 im Netz. Ich habe gerade Rücksprache mit meinem Anwalt gehalten, ob das, was ich zu Leuten, die kein IPv6 im Jahr 2016 anbieten, strafbar ist oder nicht. Er hat mir davon abgeraten, den Kommentar abzugeben. Beschwerden dafür dann bitte ans NOC. Ja, aber nur knapp. Ja. Frage in den Raum, wer nutzt Config Management? Puppet, Ansible, Salt, Chef. Wie Martin Neitzel sagen würde, Shell. Wir brechen eine Lanze für die Shell. Da war aber, glaube ich, keiner von euch bei diesem grandiosen Vortrag dabei. Da hatten wir ihm vorher 2 Bier gegeben und das war dann sehr lustig. PowerShell zählt auch. Jan outet sich hier gerade als Windows-Administrator. Ja, das auch. Die Frage, wer keins nutzt, warum? Ich glaube, es war jetzt, glaube ich, keiner da, der gesagt hat, warum. Ja. Ich sitze da gerade bei einem Kunden und die wollen unbedingt bei ihrem Puppet bleiben, weil Puppet so super toll ist und so. Euer Puppet ist grausam. Ein Grund wäre Single System. Auch wenn man nur ein System hat, ja, nein, dann sehe ich ein. Das System läuft schon mehrere Dutzend Mal, aber es ist nur ein Single System. Und ja, auch da kann man dann schöne Sachen mit Config Management machen. Sowas wie, ich setze das System von Scratch auf, das Config Management haut mir die Config da drauf und die Daten spiele ich aus dem Backup zurück und ich habe nichts damit zu tun. Ich drücke 2 Tasten und mein System läuft wieder. Und ist reproduzierbar. Ein Bekannter erzählte die Geschichte, er war bei einem Kunden, die wollten das überhaupt nicht haben, weil das wäre ja nicht nachvollziehbar, was da passiert und total gefährlich und da dann lieber mit Checklisten arbeiten, wo man Sachen abhakt. Ja, resolve.conf angepasst, etc-host angepasst. Ja, gut. Muss man nicht wirklich machen. Automatisierung beim Monitoring. Ja, ganz einfache Frage. Warum automatisiert er andere Sachen? Das ist die richtige Antwort. Einige Chefs wollen das ja nicht hören, dass man als guter Admin faul ist. Und oft... Das ist eine gute Antwort. Zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit. Monitoring wird oft vergessen, da kommen wir wieder zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit. Das mache ich dann morgen. Ich habe jetzt 12 Stunden gebraucht, um diesen blöden Bug zu finden und Monitoring mache ich morgen und morgen kommt dann der nächste Bug. Oder das macht der Kollege nach seinem Urlaub. Ich habe einen Kunden, da ist das wirklich so, wenn der Monitoring-Mensch in Urlaub ist, wird nichts am Monitoring gemacht.
wird dann natürlich danach alles vergessen, da ins Monitoring einzutragen, aber das ist egal. Der Monitoring-Mensch da ist extrem unentspannt, wenn jemand an seinem Server war. Er benutzt, glaube ich, den MC-Edit. Und nein, kein Git-SVN oder sonstiges. Ich muss dieses Wort DevOps mit auf die Folien bringen. Das habe ich auch schon mal für einen Kunden in einem Projekt gebaut. Automatisch Testumgebung aufsetzen für die Entwickler, was die halt so brauchen. Datenbank-Server, Frontend-Server, Backend-Server. Und dabei automatischen Monitoring mit deployen. Das ist auch extrem praktisch. Und wenn man ein bisschen Zeit investiert, kann man das auch bauen, dass das funktioniert. Ihr müsst da nicht lachen, es gibt Firmen, die machen das so. Es gibt auch genügend Firmen, die das nicht so machen. Und Admins. Und Admins, die sich weigern, sowas zu machen, so ein neumodischer Scheiß kommt mir nicht ins Haus. Und ich gehe in 10 Jahren in Rente, da muss ich nichts Neues mehr lernen. So. Nagios, Isinga, Isinga 2. Hier draußen gibt es ja, glaube ich, so einen Stand, die verkaufen da so eine CMDB mit einem Nagios darunter. Als ich mir das erste Mal angeschaut habe, war das Nagios noch ein klassisches Nagios mit der in C geschriebenen Web-Oberfläche. Die war auch schon dabei, als ich das erste Mal Nagios für über 10 Jahren installiert habe. Also 1999 hat Ethan Gerstedt eine Software namens NetSaint entwickelt. Da gab es dann Namensprobleme. Das wurde dann umbenannt 2002 in Nagios, der Schutzheilige des Netzwerks. 2009 gab es dann einen Fork von Nagios weg zu Isinga. Und 2014 gab es dann Isinga, eine komplette Neuentwicklung. Und es gibt noch diverse andere Forks weg von Nagios hin zu was Neuem. Schinken fällt mir da ein, wenn ich jetzt nicht Hunger hätte. Das ist komplett in Python geschrieben. Warum der Fork? Die Entwicklung schien so ein bisschen eingeschlafen zu sein von Nagios. Patches wurden nicht mehr angenommen. Und wenn man dann Fragen stellte, kamen so Sachen wie, ja, in der kommerziellen Variante. Und Erweiterungen wurden nicht integriert. Also haben sich einige Entwickler entschieden, sich die Mühe zu sparen, keine Patches mehr einzureichen und gleich das Ganze neu zu machen. Isinga 2 ist eine komplette Neuentwicklung, ist in C++ und Boost geschrieben, gibt es für diverse Unix-Systeme und Windows. Ich warte immer noch auf die erste Projektanfrage, dass ich Isinga 2 auf Windows installieren soll. Früher hatte ich immer die Ausrede, das geht nicht, mittlerweile geht's, da muss ich mir eine neue Ausrede überlegen. Ja. Kostet mehr, ist kein gültiges Argument, die zahlen das. Also in einem meiner letzten Projekte war ein Windows-Admin, der hat dann gesagt, ich bin Admin, ich schreibe keine Plugins und wir kaufen da Support für ein. Er hat mir dann überlegt, ich schreibe jetzt Nagios-Plugins für Windows. Er schmiss da so Zahlen von 20.000 Euro in den Raum, die sie bei seinem alten Arbeitgeber bezahlt haben. Gut. Ja, pro Server. Und bei Festplatten pro Partition. Isinga 2 hat ein komplett anderes Format für Configs. Es ist modular aufgebaut. Cluster-Funktionen sind direkt mit drin. Man kann direkt das Ganze an MySQL oder Postgres dranhängen. Live-Status, das ist ein Modul, um verschiedene Nagios-Isinga-Module miteinander zu verheiraten, dass die miteinander reden können, ist auch mit drin. Es hat eine deutlich bessere Performance. Außer bei was, Checks? Außer bei Perl-Checks, ja, da ist kein Embedded Perl mehr drin. Ja. Es gibt eine CLI für Config-Änderungen und das Monitoring ist weiterhin über Plugins. Die schlechten Neuigkeiten für euch, es gibt keinen Migrationsweg, um von Isinga, Nagios auf Isinga 2 umzustellen. Es gibt auf GitHub ein PHP-Skript. Oder mehrere. Als ich geschaut habe, gab es ein offizielles PHP-Skript. Das migriert irgendwas aus dem Nagios raus, was dann in Isinga 2 aber nicht lädt. Es gibt Leute, die behaupten, in ihrem Setup würde das funktionieren, aber ja, nicht so wirklich. Aber so
alle paar Jahre mal sein Monitoring überdenken und neu aufbauen, ist ja durchaus auch ganz praktisch. Man findet da so die ein oder andere Altlast, die man vielleicht beseitigen möchte. Was macht denn der Server hier noch? Ja, ich habe letztes Jahr bei der Rhein-Ruhr was zu eSingle 2 so grundlegend erzählt und da fragte dann auch jemand, ja, wenn man so 220 Hosts hat, die man monitoren will und noch kein Monitoring dafür, womit fängt man denn da an? Also, hat hier noch einer kein Monitoring für über 200 Hosts? Ja, so. Gut, das Beste nur Monitoring sind natürlich Nutzer. Die reagieren auch meistens schneller als jedes Monitoring-System. eSingle 2 Komponenten. Wir haben einen Checker, da dürft ihr raten, was er tut. Er checkt Sachen. Es gibt Cluster-Funktionalität, API, die stelle ich gleich noch so ein bisschen vor. Es gibt Perf-Data, das sind Performance-Daten. Wenn ihr ein Plugin ausführt, Check Ping zum Beispiel, kriegt er ist okay, ist nicht okay zurück und ein paar Performance-Daten, wie lange der Ping gedauert hat. Und die Daten kann man dann auswerten und grafisch darstellen. Live-Status, gerade schon erwähnt, da kann man verschiedene eSingles miteinander verknüpfen. Es gibt ein Graphite-Output. Es gibt Notifications per E-Mail, per SMS, per Slack. Das ist ja jetzt das moderne Neue. Jabber, Irk, was man immer da dran frickeln mag. Muss halt so ein bisschen aufpassen, was man da nimmt. Wenn man SMS schickt über ein Mail-Gateway, sollte man natürlich auch sicherstellen, dass das Mail-Gateway erreichbar ist, weil ansonsten erreichen einen die SMS nicht. Habe ich auch schon bei Kunden gesehen. Es soll auch Leute geben, die haben dann drei Handys in der Tasche für die drei Netzprovider, falls mal wieder einer ausfällt. Ja, ja, ne, ich kenne Leute, die haben drei Handys halt für die Bereitschaft. Ja, ja. Ja, das machen die, glaube ich, auch. So Provider fallen ja schon mal aus. Ich habe mal irgendwann für einen Kunden so Zwei-Faktor-Authentifizierung implementiert per SMS und wollte das gerade dem Manager vorführen, wie schön das doch alles ist und so, geht nicht. Halbe Stunde später, oh, bei Heise steht, T-Mobile ist ausgefallen. Als ich dann abends so gegen 10 mit meinem Kumpel im Biergarten saß, kam die SMS an. Da hat sie dann auch nichts mehr gebraucht. Gut, und wir haben eine Datenbankschnittstelle noch für MySQL und Postgres. Wesentlich... Also ich glaube, die Entwickler arbeiten hauptsächlich mit MySQL... MS SQL wird wahrscheinlich auch gehen und Oracle wird wahrscheinlich auch irgendwie gehen. Also jetzt aber. Wo immer mit du am besten womit du am besten zurechtkommst. Vielleicht nicht Access. Die wesentlichen Änderungen sind die Config-Syntax. Es gibt globale Makros und man kann Makros frei definieren, auch für Kommandos. Config-Syntax sieht dann so aus. Ich habe ein Objekt, zum Beispiel einen Host, der importiert Sachen. Dann hat er eine Adresse, das ist eine IPv4-Adresse. Er hat eine Address 6, das ist eine IPv6-Adresse, wie man vielleicht raten kann. Man kann Variablen zuweisen, hier in dem Fall zum Beispiel ein Linux. Und man kann Notifications rausschicken, zum Beispiel per Mail, an die Gruppe eSingle-Admin. Und irgendwo in der weiteren Config definiert man dann, was das Ganze tut. Also, ich finde es relativ übersichtlich, das Ganze. Ja. Ja. Ja, also zwei. Die Frage war, ob man mehr als eine Adresse eintragen kann. Na, ein Host hat immer eine Adresse. Echt? Okay. Gut. Aber im Default, die eigentliche Frage war, ob man mehrere Adressen angeben kann. Im Default-Fall nein. Es gibt aber ein Plugin, mit dem man das machen kann. Okay.
Also man kann sich Felder anlegen, wo man die Adressen dann reinschreibt und wenn das Plugin das dann auswertet, geht das auch mit mehreren Adressen. So die Doku. Müssen allerdings die Plugins unterstützen und die Plugin-Qualität variiert ja so ein bisschen, je nachdem, wo man schaut und wer es geschrieben hat. Es gibt Service-Definitionen, zum Beispiel Ping 4, es gibt auch Ping 6. Mhm. Und dazu wird das Kommando Ping 6 braucht man hier nicht. Wird das Kommando Ping 4 aufgerufen, überall da, wo ein Host.Address gesetzt ist. So kann man dann ganz einfach seine Hosts definieren und dieser Check ist da und gilt für alle Hosts, die man definiert hat. Oder man sagt einfach, wir haben einen Service-Check SSH. Der wird überall gesetzt, wo es eine IPv4 oder eine IPv6-Adresse gibt. Und wo das Betriebssystem, die Variable, die wir definiert haben, Linux ist. Er testet in dem Vorfall erstmal mit der V6-Adresse. Die Frage war, mit welcher Adresse testet er? Er wird erstmal die V6-Adresse nehmen. Für Dual-Stack-Checks muss man dann noch ein bisschen basteln, damit er dann auch beides nimmt. Das ist erstmal so grundlegend funktioniert das. Wenn es eine V6-Adresse gibt, würde er V6 nehmen. Also da hält er sich an die Standards. Ansonsten kann man mit ein bisschen Aufwand auch Dual-Stack-Checks basteln, die dann beides prüfen. Genau. Und Localhost wird da ausgenommen. Das ist recht praktisch. Das kann man dann noch erweitern, wenn man dann Router und Switcher im Netz hat, kann man da auch noch das Betriebssystem von den Kisten reinhängen und hat da auch automatisch das SSH mit im Monitoring. Wenn man seinen Router und Switcher per HTTP managt, ich hoffe, das tut keiner in ernsthaften Umgebungen, kann man das da auch reinschreiben und kann das so einfach matchen anhand einer Variable. Und so ein Check-Kommando, zum Beispiel Ping, man importiert wieder irgendwelche Templates, die kann man auch überschreiben. Man schreibt sich die Ausgabe von seinem Plugin, schreibt man dann gleich mit der Hilfe dahin. Also für Check Ping brauche ich einen Host, minus groß H, das ist dann halt das, was er auf der Kommandozeile rausgibt. Und die Variable dazu heißt Ping Address. Dann gibt es ein Warning und einen Critical Wert. Und hier kann ich gleich in der Kommandodefinition Vorgaben setzen, die ich an anderer Stelle dann wieder überschreiben kann. Die kommen dann zum Beispiel von da. Da gibt es noch so ein bisschen Magie zwischendurch und es ist alles schön in diesen Templates definiert. Da musst du die Variable, also wenn du keinen Warning-Wert gesetzt hast in deiner Definition, dann werden die Defaults genommen oder du überschreibst es halt auf irgendwelche anderen Werte, die du da haben willst. Also es macht teilweise Sinn, da Werte anzugeben, teilweise auch nicht. Muss man dann halt immer genau wissen, was man tut. Die für jeden Check zu definieren, ist natürlich ein bisschen aufwendig. Genau, Agent-Based Checks, die präferierte Methode steht ganz oben. Das ist einfach, Isinga 2 als Client zu installieren auf dem Server. Und ich habe mein Monitoring-System, das hat ein Isinga 2 und das entfernte System, was ich überwachen will, kriegt auch ein Isinga 2 mit. Man kann immer noch Check bei SSH machen. Da wird halt per SSH ein Server angefragt, da ein Kommando ausgeführt, Rückgabe wird ins Monitoring rein. Es gibt immer noch SNMP. Ich kenne auch genügend Leute, die ihre Server per SNMP monitoren. SNMP steht für Security is not my problem. Das ist auch so ein älteres Netzwerk. Also eigentlich steht es für Simple Network Management Protocol. Das Simple stelle ich so ein bisschen in Frage, weil ich kenne sehr, sehr viele Implementierungen, wo das so nicht ganz so, also nicht ganz so verstanden wurde. Ja, NetSNMP ist da so halbwegs vernünftig, aber also ich habe in einem Projekt so Carrier-Routing-Systeme von Cisco gesehen, wenn man da mit zwei Monitoring-Systemen drangegangen ist, wurde es schon ein wenig kritisch. Ja, Christoph? Das sind gut, also das Simple im Simple Network Management Protokoll bezieht sich auf die Alternative. Es ist nicht wirklich schön und ich kenne genügend Fälle, wo es irgendwie kaputt ist.
Ich hatte es mal bei einem namhaften deutschen Firewall-Hersteller. Die hatten einen Tippfehler in der SNMP-OID. Das ist so eine Ziffernfolge. Und da hatten sie einen Zahlendreher drin. Und hat man plötzlich irgendwelche anderen Geräte überwacht. Und irgendwann haben sie das dann gefixt. Und dann war plötzlich die andere Hälfte der Firewalls im Monitoring rot. Das war, ja. Dann gibt's das, was groß durch die Presse gegangen ist, NRPE, den Nagios Remote Plugin Executor. Da haben einige Enterprise-Linux-Distributionen wohl in dem, was sie ausgeliefert haben, diese kleine Warnung, die in der Demo-Config in den Sourcen steht, rausgenommen. Da standen so Sachen, tut das nicht, außer ihr wisst genau, was ihr tut. Benutzt das auf keinen Fall, nämlich Parameter mit übergeben, die der NRPE dann nicht sauber prüft. Und ja, NRPE geht noch, will man aber nicht mehr benutzen. Und für die Windows-Fraktion gibt es auch noch diesen NS-Client++. Aber mit dem stehe ich auch irgendwie so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil manchmal funktioniert er, manchmal funktioniert er nicht. Und ich habe zu wenig Ahnung von Windows, als dass ich nachvollziehen könnte, warum. Also NS-Client++ installieren unter Windows, du machst... Ja, also Ezinga 2 auf dem Windows, das geht relativ problemlos. Man hat da so ein MSI, da klickt man so ein bisschen drauf und dann hat man das da auf dem Rechner installiert. Dann tut das auch, also als Client. Dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Part, der jetzt kommt. Ezinga 2 als Client. Man hat ein Master-Client-Setup, das Ganze wird konfiguriert über die Kommandozeile. Eigentlich ist das ein ganz normales Ezinga. Das geht aber auch unter Windows. Da kann man dann in der GUI die Sachen machen, die man unter Linux auf der Kommandozeile machen würde. Für die PKI gibt es passende Wizards. Oder man kann eine bestehende PKI verwenden, die man da eh schon hat. Einige Leute nehmen da zum Beispiel die von Puppet. Bastian erwähnte irgendwas von seinem Backup-System, was die PKI zur Verfügung stellt. Kann man machen. Konfiguration kann vom Master aus erfolgen. Also ich lege mal auf meinem Master irgendwo die Konfiguration für die Clients hin. Der Master verteilt das auf die Clients, die kleinen Monitoren. Ein Client kann auch Clients haben. Also man kann das dann beliebig verschachteln. Man setzt sich irgendwie in die Filiale eine Kiste hin, die dann innerhalb der Filiale monitort und hat dann einen Master. Oder beim Kunden setzt man eine Kiste hin, die dann innerhalb des Kunden monitors. Und der Kunde hat dann eine Ansicht, wo er drauf gucken kann und sieht seinen Kram. Und ich bei mir im Büro sehe dann halt die Server von mehreren Kunden. Und Config kann man an den Master einfach ins passende Verzeichnis kopieren. Genau. Konfiguration, Ezinga Node Wizard auf Master und Client die Fragen passend beantworten. Update Config, zieht die Infos, funktioniert. Und das auch mit Windows. Bei Windows ist das mit der Kommandozeile, die ist so ein bisschen versteckt. Aber die Kommandozeilen-Tools gibt es auch unter Windows. Genau. Und jetzt das Ganze mit Ansible. Wer Debian benutzt, es gibt auf debmon.org gibt es immer aktuelle Pakete von den gleichen Leuten, die auch Ezinga 2 für Debian maintainen. Aber da sind sie immer recht frisch und aktuell. Das, was auf der nächsten Folie als Code kommt, funktioniert auch nur damit und nicht mit dem, was Debian ins Stable ausliefert. Backports ist es auch drin. Aber da ist es immer schön aktuell und die Leute sind auch so nett, das alles zur Verfügung zu stellen. Man fügt halt den Key hinzu, das Repro, Jesse Backports für bestimmte Sachen noch und installiert es dann und dann ist es da auch drauf. PKI, da gibt es in diesem Monitoring-Portal-Link da unten drin, die Folien gibt es auch hinterher online, gibt es das Ganze. Da kann man sich dann das Ganze per Ansible Tickets generieren, die Variablen, die man da austauschen muss, hin und her kopieren. Das geht noch über drei Folien so weiter, aber ich habe es immer rausgenommen. Und dann hat man auch diese Vertrauensstellung zwischen dem Master und dem Slave hergestellt. Das kann man dann für alle seine Server machen und hat die relativ simpel innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, je nachdem, wie viele Hosts man hat, im Monitoring. Genau. Und mit Puppet kann man als Hintergrund einfach die Puppet-PKI verwenden, die man eh schon hat. Und erspart sich dann den Schritt.
zumindest. Genau. Noch ein paar Ideen, die man so machen könnte. Automatisch Checks, wenn man Software installiert. Also, wenn ich auf einem Server einen Webserver installiere, dann automatisch auch den Check ins Monitoring bauen. Wenn ich irgendwas anderes da installiere, bitte auch den Check automatisch ins Monitoring. Eigene Monitoring-Umgebung für Test- und Entwicklungsumgebungen, damit die Entwickler dann nicht meckern und jedes Mal schreien, wenn die Festplatte dann doch vollgelaufen ist oder sonst irgendwas. So als Ansätze. Dann gibt es noch die API. Wozu? Config-Files bearbeiten ist mühsam. Ich habe in meinem letzten Projekt für eine Hochschule ein Isinga auf ein Isinga 2 umgestellt und da alle Hosts dann einzeln einzutippen, war wirklich grauselig teilweise. Mit ein bisschen Shell-Scripting ging's, aber man hat halt viele Tippfehler gemacht irgendwo. Vor allem, wenn man dann 2, 3, 4 Stunden dran gesessen hat. Viele Daten liegen in anderen Quellen schon vor, zum Beispiel in der CMDB, die die meisten ja haben. Das Standardformat für CMDBs ist ja immer noch eine Excel-Tabelle. Genauso wie wie macht ihr IP-Adressverwaltung? Wer nutzt zur IP-Adressverwaltung keine Excel-Tabelle? Doch so viele, das ist... Ne? Excel-Tabelle / LibreOffice. Eine Tabellenkalkulation. Ja, das ist so. Ja, also ich kenne Leute, die nutzen den DHCP-Server als Adressverwaltungssystem. Und bei einem Bekannten an der Hochschule im Berliner Umland, die haben eine Excel-Tabelle auf einer Diskette. Damit es nur eine Wahrheit gibt. Es gibt nur eine Wahrheit und die ist auf dieser Diskette. Wenn die Diskette kaputt ist, ist, glaube ich, alles verloren. Aber der Mensch hat auch letztens noch modulare 10 Mbit-Tabs rausgeschmissen. Ja, die Diskette ist ein Token für den, der die Macht hat und was eintragen darf. Das stimmt. Ist dann bloß blöd, wenn der Kollege sie in der Schublade eingeschlossen hat und in den Urlaub gefahren ist. Ja. Ein paar Ideen. VMs erzeugen per Skript und dann automatisch ins Monitoring damit. Beim Login auf einem Server alle Meldungen zu dem Server mal anzeigen, also alle Störungen. Das ist super. Du siehst sofort, dass du eben mal mitfixen könntest. Man kann das ja so schreiben, dass es relativ zügig aus. Ja, Einloggen ist so eine altertümliche Tätigkeit, die man macht, wenn die Automatisierung nicht vollständig ist. Also wie sagte ein Bekannter, wenn ihr euch einloggen müsst, um was zu konfigurieren, ist an der Automatisierung was falsch. Wenn ihr euch einloggen müsst, um was nachzuschauen, stimmt was im Monitoring und im Logging nicht. Ja, man könnte sich einen Jabberbot überlegen. Das hat ein Bekannter erzählt, die hatten das in der Firma. Jabber als Kommunikationsmittel innerhalb der Firma. Jede Abteilung einen eigenen Jabber-Chatraum. Und wenn für diese Abteilung irgendein Dienst nicht zur Verfügung stand, kamen halt auch die Meldungen da ins Jabber rein. Eure Anwendung, bla, SAP, blub, steht nicht zur Verfügung. Ruft bitte jetzt nicht beim Support an, wir wissen das. Moderne Kommunikationsmethoden wie Twitter und Slack gehen natürlich auch. Ich habe mir sagen, Slack hat eine gute XMPP-Schnittstelle, also ist das im Prinzip das Gleiche. SMS an Gruppen ist immer blöd. Im Prinzip kannst du alles dran hängen, was du möchtest. Ja. Ja. Man kann sich eigene Skripte schreiben oder vielleicht eine Firmenstatus-Webseite als Mini-Isinga-Web-Oberfläche. Was ist? I3 ist.
ja, da gibt es auch so diverse Plugins für irgendwelche Window-Manager, die man sich da einbinden kann. Ich kenne da einige Kunden, denen wird das dann auf die Dauer zu viel, weil da zu viel Rot immer aufpoppt. Also ich finde da so ein Chatbot, mit dem ich reden kann, praktischer. Genau. Genau. E-Singer API einschalten, E-Singer 2 API Setup, den Service restarten. Ich kann das Ganze über Username und Passwort machen oder über Zertifikate und dann kann ich mit der Kiste reden. Genau. Und das totale Gegenteil wäre der E-Singer Director. Würde ich euch gerne zeigen, genauso wie ich euch gerne die Web-Oberfläche zeigen würde. Was aber nicht geht, wegen antiker Netzwerkprotokolle an dieser Hochschule. Entschuldigung, ich bin nicht so reich, dass ich mir so viele IPv4-Adressen leisten könnte. Der E-Singer Director ist dann das komplette Gegenteil zur Automatisierung. Es ist eine Web-Oberfläche, die in die E-Singer 2-Oberfläche integriert ist, wo ihr dann klicken könnt. Der Wunsch eines jeden Windows-Administrators, man kann da drin Hosts anlegen, man kann das auch an Datenbanken bestehende anbinden. Es gibt auch die Möglichkeit, SNMP-Community-Strings zu hinterlegen, die dann nicht angezeigt werden, sodass derjenige, der die Komponente einrichtet, einfach nur sagt, für den Router diese Variable und was sich hinter der Variable verbirgt, das sieht er nicht. Also das ist ganz schick gemacht. Für die Leute, die Angst vor der Kommandozeile haben. Ich hoffe ja auch, dass die im Windows-Umfeld bald aussterben. Ein Bekannter erzählte das schon vor Jahren, dass jemand bei einer Microsoft Exchange-Präsentation gesagt hat, Leute, lernt PowerShell, also das, was man unter Windows zur Automatisierung nimmt, oder fangt an, euch neue Jobs zu suchen. Meine Befürchtung, jetzt kam hier vorne, dass sich die Leute neue Jobs gesucht haben. Ich glaube eher, dass es verdammt viele alte Exchange-Installationen gibt. Oder dass es Softwarehersteller gibt, die entsprechende, worin immer man in Windows Software schreibt, Skripte geschrieben haben, die das dann nach außen hin kapseln. VBA. Ha? Stimmt, die Faults sind gut. Zugriff für alle. Fazit, so viel wie möglich automatisch machen. Meiner Meinung nach kann man auch ruhig mehr überwachen, als man eigentlich überwachen will. Das ist immer ganz praktisch, wenn man dann im Nachhinein noch mal nachschauen kann. Man muss ja nicht für alles Alarme schicken. Und ich finde das total praktisch, wenn man alles in einem hat und nicht 5 oder 10 Tools getrennt. So die Netzwerktruppe ihr eigenes Monitoring und die Serverleute ihr eigenes Monitoring und die reden nicht miteinander. Und dann sucht die Servertruppe eine halbe Stunde in der Rufbereitschaft, warum der Server nicht geht. Dabei ist der Router ausgefallen oder so. Oder VMware schickt ja auch Mails zum Monitoring raus, die ESX-Server. Allerdings hat vielleicht der Kollege vergessen, mich da einzutragen als Mailempfänger und ich kriege davon gar nichts mit, dass die ESX-Server abgeraucht sind. Also ich finde das sehr schick, alles in einem Tool zu haben und auch lieber ein bisschen mehr zu überwachen, als da ist. So viel zu den Folien. Jetzt muss ich dieses Dings hier mal aus der Hand legen. Ein bisschen was kann ich vielleicht doch vorführen, wenn das SSH noch funktioniert. Nein, das SSH funktioniert nicht mehr. Ja, die Diskussion mit Root-Einloggen hatte ich gerade schon. Ich mache das so. Passwort könnt ihr gerne versuchen auf der Kiste. So in der Art. Ups. Ja, das sieht kaputt aus. Ja. Ja. Ups. Einhändig tippen ist blöd. Sollte eigentlich funktionieren. Also als ich es gerade getestet habe, funktioniert es. Also eigentlich wollte ich euch gerade...
Ich schaue nochmal nach und dann packe ich das Skript mit auf die Folien. Das ist ein kleines Skript. Ja, stimmt, du hast daneben gesessen. Ja, und dann habe ich es wieder kaputt gemacht. Also einfach, das ist so ein beispielhafter Aufruf für die API. Man packt dann einfach alle Hosts, die man aus der CSV-Datei zieht. Hä? Nein, das zweite Curl zum Löschen ist auskommentiert. Ja. Aha. Ah. Danke. Und das Caps Lock noch auskriegen. Gut. Also, wenn man die Fehlermeldung jetzt ignoriert, sieht man, dass er hier so ein paar Hosts angelegt hat. Wenn wir auf die Web-Oberfläche kommen würden, würden wir sehen, dass sie da drin sind. Und so hat man relativ zügig viele, viele Hosts drin. Ich habe auch noch ein Skript eingebaut, das VMs erzeugt. Aber das läuft jetzt irgendwie 10 Minuten durch und macht wirklich nichts viel Interessanteres, als die Zeile da aufzurufen. Und den Host, den man per Skript erzeugt hat, dann ins Monitoring reinzutun. Er schreibt für dich die Konfigurationsdatei. Unter varlib isinga 2. Also es sind zwei getrennte Pfade. Das, was ihr selbst macht, liegt unter etc. Und was die API macht, liegt woanders. Und nein, um der Frage vorzubeugen, ihr könnt nicht das eine und das andere machen. Also ihr müsst euch für eine Methode entscheiden. Also ihr könnt Hosts von Hand anlegen und per API anlegen, aber ihr könnt nicht Hosts von Hand anlegen und damit der API pflegen. Also die Frage ist, ob man da kopieren kann. Du solltest dann nicht kopieren, sondern verschieben. Aber das Format der Config-Dateien ist identisch. Von Formatierungen abgesehen. Also wie du formatierst, wie viele Einrückungen du nimmst, ist dir überlassen, aber da ist dann ein kleiner Unterschied. Du solltest es verschieben können. Ja. Sonst noch Fragen? Ja? Weil du dir. Die Frage war, warum getrennte Instanzen? Weil vielleicht dein Monitoring-Server nicht genügend Ressourcen hat. Oder weil du deine Automatisierung noch nicht so weit traust, dass. Aber was du machen kannst, du kannst natürlich über Live-Status die ganzen Instanzen miteinander verbinden, dass du eine Ansicht hast. Also ich hatte das als Kundenanforderung, dass es eine getrennte Instanz gibt. Man kann das natürlich auch alles in seine produktive Instanz reinkippen. Da muss man allerdings auch darauf achten, dass die Alarmierung entsprechend konfiguriert ist. Nicht, dass der Admin mit einem kritischen Fehler im Testsystem nachts um 3 rausgeklingelt wird. Der ist dann unter Umständen nicht sehr begeistert. Außer er ist eh noch wach. Die Frage war, gibt es eine Business Process View? Ja, es gibt Business Process Views und es gibt auch Reporting dafür. Ja, da kann man sich dann ein Jasper Reporting installieren, also so einen schönen Tomcat. Ich sag Tomcat und keiner schreit. Merkwürdiges Publikum. Und kann dann seine Reports damit erstellen. Ja. Ja. Und ansonsten, das hier war noch von der Zeit, wo ich... Ansonsten können wir jetzt noch so vom Isinga mal weggehen. gestern hat Facebook zum ersten Mal über 50% Traffic per IPv6 aus amerikanischen Mobilfunknetzen gesehen, auf ihrer Webseite. Für die Leute, die immer noch sagen, IPv6 brauchen wir nicht. Ja, wir sind jetzt bei über der Hälfte.
Ja, ginge im Prinzip. Für alle Leute, die sagen, wir brauchen noch kein IPv6, es gibt einen RFC 6540 von 2012. Der fordert, dass sämtliche IP-Capable Nodes IPv6-fähig sein müssen. Gut, kann man auch noch ignorieren. Ich könnte jetzt sagen, fürs Management, es gibt Dokumente von Gartner und der Computerwoche. Da würde ich aber zugeben, dass ich sie gelesen habe. Die vor Jahren schon gesagt haben, dass man sich langsam mit der IPv6-Einführung beschäftigen soll. Und wenn ihr immer noch kein IPv6 habt, ups. Ich möchte heute wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Ich möchte ein Bingo. Ja, Marc? Meine Ausreden in der Situation sind eher prinzipbedingt, weil es wurde mir versprochen und ich hatte vor Jahren auch angeboten, das hier einzurichten, aber es wurde mit, ich glaube, it's too complicated, it's not mature enough und hat eh noch kein anderer. Und natürlich, it's too hard to support, abgelehnt. Leider nicht. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Und wenn es dann hier wirklich mal IPv6 gibt, halte ich auch mal wieder einen Vortrag.